Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Heute gibt es ein Food Haul vom Lidl und einen kleinen Teil habe ich auch beim Edeka gekauft. Vorab möchte ich euch kurz sagen, ich entschuldige mich für mein Aussehen. Ich glaube, also ich denke, ich sehe immer noch total scheiße aus. Und meine Haare, Trockenshampoo lässt grüßen. Und ich habe auch immer noch Husten und bin immer noch, also mir geht es noch nicht wieder total gut. Wir waren diese Woche, also wir sind krankgeschrieben. Der Bubi und ich, beide. Also der Bubi ist Matteo, der Kleine. Weil wir beide krank sind und ich hatte jetzt auch noch Magen-Darm. Cool. Damit bin ich Gott sei Dank durch. Jetzt ist nur noch diese scheiß Erkältung da. Aber gut, wir waren trotzdem einkaufen, weil einkaufen muss man trotzdem, egal ob krankgeschrieben oder nicht. Meine Mama war so lieb und hat die Tage für mich schon mal Brot und eine Wurst gekauft und ein bisschen was für mich zu trinken, aber ich kann meine Mama halt auch nicht los, also könnte ich schon, sie ist die liebste Mama der Welt, aber ich möchte es nicht, sie losschicken und einen richtigen großen Einkauf für mich machen. Deswegen waren wir zusammen einkaufen und sie war meine seelische Unterstützung. So, wir waren beim Lidl, das meiste zeige ich euch jetzt als erstes, am Ende kommt dann das vom Edeka und dann zeige ich euch noch ein paar Non-Food-Artikel, die sind aber auch alle vom Lidl. Und wir fangen an mit den gefrorenen Sachen, aber ich glaube, dass wir heute relativ schnell durch sind, deswegen mache ich da keinen Cut. Ich weiß nicht, ob ich alle Preise noch weiß, aber ich versuche es auf jeden Fall mal. Ich habe hier einmal Backgouda und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Von Culinea ist das von Lidl. Ich kenne Backcamembert und der ist sehr lecker. Den habe ich mir neulich mal gegönnt und habe dann gedacht, oh cool, ja, kann man mal machen. Ist irgendwie nice, wenn man das da hat. Und das ist Backgouda und da bin ich sehr gespannt. Ja, sind glaube ich auch 4 Stück drin, würde ich behaupten. Genau. 2x 150 Gramm. Das sind 4 Stück, ja. Dann habe ich noch einmal Nuggets mitgenommen. Ich meine, die waren irgendwie im Angebot. Ob das jetzt ein Angebot war, weiß ich nicht. Ich meine, da stand 2,29 €. Das sind aber auch nur 15 und ich dachte, das wären sonst 20. Naja, sind auf jeden Fall die, die aussehen wie die von McDonald's. Und ja, der Noel ist ja immer ein bisschen eigen und der mag ja, wenn die so aussehen wie von McDonald's und deswegen habe ich die mal mitgenommen und halt, weil sie verhältnismäßig am günstigsten waren. Dann hat meine Mama mal Grünzeug für die Kaninchen organisiert, ziemlich viel. Dann haben wir Paprika und da muss ich sagen, ich habe jetzt hier 500 Gramm, also so ein Dreierpack rote Paprika. Ich meine, die haben 1,29 €, 1,19 €, 1 €, irgendwas mit 1 € irgendwas gekostet auf jeden Fall. Und ich hatte erst die Packung mit der roten Spitzpaprika in der Hand. Und es gab ja auch noch lose, also einzeln rote Paprika. Die waren noch teurer. Und die rote Spitzpaprika hat 2 € irgendwas gekostet. Und die halt nur 1 €, wie gesagt, ich glaube 29 oder so. Die ist schon günstiger. Also wenn man hier und da, und die lagen halt auch nicht nebeneinander, sondern wirklich auch das eine am Kopfende oder am Ende des Ganges und das andere in der Mitte. Und da muss man halt ab und zu mal ein bisschen drauf achten. Aber ich brauche jetzt nicht zwingend Spitzpaprika, deswegen habe ich einfach die genommen. Ich wollte einfach rote Paprika haben. Genau. Dann habe ich angebotstechnisch auch zugeschlagen, wenn man das so nennen kann. Ich habe einmal Himbeeren gekauft, die kostet 99 Cent. Die kosten ja sonst auch teilweise bis zu 3 € oder so. Und ich mache das immer so, ich friere mir die Packung so, wie sie ist, einfach immer ein. Meine Mama erzählt immer irgendwelche Horrorgeschichten über kleine Würmchen und Tierchen, die da drin sein können. Da versuche ich einfach gar nicht drüber nachzudenken und dann ist es gut. Ich friere die immer so ein und wenn ich welche brauche, nehme ich die einfach da so raus und dann ist, also, klappt für mich ganz gut. Man kann sie bestimmt auch in eine andere Tüte packen, man kann sie auch abwaschen, man kann da was, wer weiß was damit machen, aber ich mache es so. Und dann habe ich für, ich glaube, 1,49 € so eine Packung Heidelbeeren, da sind 250 Gramm drin, also das könnt ihr vielleicht erkennen, das ist ein bisschen eine höhere Packung, aber ich glaube ein bisschen schmaler. Nö, geht eigentlich. Genau. Die habe ich mitgenommen für Matteo, weil Matteo isst nämlich gern Heidelbeeren. Oder Blaubeeren. Ja. Und da kann er welche von essen und den Rest würde ich dann auch einfach einfrieren. Genau. Dann habe ich für ihn, hauptsächlich für ihn, Bananen mitgenommen. Wo waren hier gerade Haare? Oder? Doch, ach so, Fusseln sind das. Ich bin schon gewundert, wo die Haare herkommen. Genau, da habe ich einmal 5 Bananen mitgenommen. Die können noch einen kleinen Moment liegen. Hier sind die nur ein bisschen grün, aber der isst ja gerne Banane. Und Banane ist ja auch ganz gut. Und nachdem ich Magen-Darm hatte, ist es für mich vielleicht auch ganz gut, wenn ich eine Banane esse. Schätze ich mal. Dann ein bisschen mit Grünzeug übersät hier das Ganze.
habe ich eine Butter mitgenommen. Wir haben zwar noch Butter, aber ja, ich dachte, besser haben als brauchen. Und jetzt geht ja auch langsam die Keksbackzeit los. Und wenn wir alle wieder fit sind, möchte ich gerne, dass wir das erste Mal Kekse backen. Deswegen ist es schön, wenn wir schon mal Butter da haben. Dann kommen wir mal zu den Puddingen und Joghurt. Ich habe übrigens erst überlegt, ob ich meine Huster aus diesem Video rausschneide. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich hatte neulich auch, glaube ich, einen Kommentar von jemandem, der, glaube ich, lieb gemeint war. Ich habe es nicht, ich habe den Wortlaut nicht mehr in Erinnerung. Aber es ging um meinen Husten und darum, dass ich das chronisch anhört. Ja, und Leute, die mich persönlich kennen, wissen das auch, dass ich immer Husten habe gefühlt. Also so ein Husten, der zieht sich bei mir immer ganz, ganz lange. Aber ich war jetzt gestern erst beim Arzt. Heute ist, was ist heute für ein Tag? Donnerstag? Ich war gestern beim Arzt und er konnte nicht, also es ist keine Bronchitis oder kein irgendwas, was irgendwo geschädigt ist. Meine Mama hat die Vermutung, dass dadurch, dass ich Asthma habe, das bei mir immer noch ein bisschen länger dauert. Ich weiß nicht, falls jemand von euch Asthma hat und auch sowas, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr euch da auskennt oder eine Vermutung habt oder so. Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall gehe ich ja immer mal zum Arzt und ja, es ist alles in Ordnung, aber gerade Reizhusten ist bei mir eine Sache, die sich ewig hält. Also so ein anderer Husten, also jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein mit Auswurf oder sowas, das ist schnell vorbei. Aber Reizhusten ist bei mir ein Dauerthema. Naja, auf jeden Fall habe ich 3 Schokopuddinge mit Sahne mitgenommen. Das Übliche kommt jetzt wieder, das kennt ihr ja schon. Einmal Schokopudding mit Sahne und dann habe ich hier diese von Milbona Fruchtgurt. Diesmal habe ich jetzt keinen mit Sahne oder so. Es gibt ja die Sahnejoghurts und dann die normalen Fruchtjoghurts. Ich habe jetzt nur normale Fruchtjoghurts. Aus dem Grund, dass ich die zuerst gesehen habe und gar nicht nach anderen geschaut habe. Und ja, Hauptsache, es ist ein günstiger Erdbeerjoghurt. Und dann habe ich was entdeckt, das habe ich vorher noch nie gesehen, von Milbona. Frisches Früchtchen. Oh, steht auch neu drauf. Vielleicht habe ich es deswegen noch nicht gesehen. Ich meine 49 Cent, glaube ich. Kefir mild mit Erdbeere. Habe ich 2 Stück mitgenommen. Und Kefir habe ich schon mal gegessen mit Himbeere und das hat mir ganz lecker geschmeckt. Ist ein bisschen fetter das Ganze, glaube ich. Wir wollen das mal ausprobieren. Ich habe jetzt einen für Mirko und einen für mich, damit wir das beide mal probieren können. Himbeere gab es leider nicht, sonst hätte ich das für mich in Himbeere genommen. Aber ja, hört sich ganz interessant an. Und wenn dieser Fruchtanteil ohne Stückchen ist, wäre das für mich perfekt. Mal gucken. Ansonsten sind sie beide für Mirko. Dann habe ich noch einmal von Milbona Bertha Mu Schokoladenpudding mit Vanilleflecken mitgenommen. Steht auch neu drauf. Das ist ja wie dieses Paulas Pudding. Oder wie heißt denn das andere? Ich glaube, am Aldi nehme ich das immer mit, ne? Dieser, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Das nehme ich auch immer diese kleinen mit dieser blau-gelben, blau-weißen Verpackung. Auf jeden Fall dachte ich nehme die mal mit. Das ist, also das mag theoretisch ja jeder hier. Mirko isst halt auch gerne abends entweder dann so ein Erdbeerjoghurt oder halt sowas dann. Und ja, der Kleine mag es halt auch. Und das ist hauptsächlich für den Kleinen. Das sind wieder diese Safari-Fruit-Dinger. 4-mal Banane, 4-mal Erdbeere und 4-mal Aprikose. Das ist immer, also es hat 1,55 Euro, meine ich, gekostet. Und ein 6er Fruchtzwerge kostet halt 1,99 €. Und ich finde es halt einfach günstiger. Also es ist Tatsache, dass es günstiger ist. Und ich finde es auch ganz okay. Ich persönlich mag Fruchtzwerge lieber, aber der Kleine mag die. Und der Kleine bekommt ja im Kindergarten Frühstück und Mittagessen und nachmittags so einen Obst- und Gemüsesnack. Und ich mag ihn aber nicht komplett ohne Essen aus dem Haus gehen lassen, quasi morgens. Ich bin da nicht so ein Fan von. Und deswegen bekommt er morgens entweder, je nach, also ich mache es ein bisschen abhängig davon, wie viel Zeit wir noch haben. Entweder setzen wir uns hin und er bekommt noch so ein halbes Brot mit Marmelade oder mit was auch immer drauf. Oder wir essen morgens einfach nur ein Stückchen Apfel oder Banane. Oder er bekommt halt dann morgens auch mal so einen kleinen Fruchtzwerg, so einen kleinen Joghurt. So. Und dafür sind die halt ganz praktisch, dass es halt so kleine sind und dann hat er schon mal ein bisschen was im Magen und dafür finde ich das eigentlich ganz gut. Genau. So, dann haben wir Husten von Milbona. Muss ich das dazu sagen? Also diese Produkte sind gefühlt alle von Milbona oder Dulang. Die meisten. Cremig leicht. Wie heißt denn das? Schmelzkäse. Genau. Habe ich mitgenommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch eine Packung habe oder ob ich die neulich verbraten habe bei irgendeinem Essen.
Und deswegen habe ich sie jetzt aber nochmal mitgenommen. Ich habe tatsächlich für diese Woche auch im Kopf zumindest so ein bisschen einen Essensplan. Also sollte mein Gesundheitszustand sich weiter verbessern, habe ich gewisse Sachen vor, die ich kochen will. Und habe aber es nicht geschafft, einen Einkaufszettel zu schreiben, dementsprechend, oder die Gerichte aufzuschreiben. Deswegen hoffe ich, dass meine Zutaten, die ich gekauft habe, dann auch zu dem passen, was ich machen möchte. Mal gucken. Dann habe ich noch so einen von Solevita, so einen Apfel-Maracuja-Drink geholt von Die Coolen Drei. Den habe ich gekauft, weil ich dachte, der Kleine hat vielleicht Durst, aber er wollte nicht. Und einfach, weil ich kein Wasser oder so dabei hatte. Und jetzt stelle ich den einfach in den Schrank und entweder mische ich ihm das dann mal unter sein Wasser immer einen Schluck oder das ist für die anderen beiden Kiddies. Mal gucken, das wird ja nicht schlecht und das mag ja jeder. Ich glaube, die Buddel kostet 59 Cent, meine ich. Verurteilt mich nicht, wenn es nicht so ist. Haltbare Schlagsahne habe ich einmal mitgenommen. Ich habe eine Packung noch hier, glaube ich, hoffe ich. Ja, habe ich noch. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Es ist besser, wenn man die da hat. So. Und ich nehme irgendwie immer nur noch ein oder zwei mit, jetzt wo sie 99 Cent kosten. Früher war ich irgendwie so ein bisschen, dass ich einfach 4, 5, 6 mitgenommen habe und dann hat man die da und jetzt bin ich ein bisschen zurückhaltender irgendwie. Dann habe ich zweimal gehackte Tomaten mitgenommen, da habe ich glaube ich nichts mehr von und es soll auf jeden Fall einmal einen Bauerntopf geben, die nächsten Tage, die nächste Woche, die nächsten anderthalb Wochen. Und da soll das mit rein und dann wollte ich sowas wie so eine Paprika Pfanne, irgendwas mit Reis vielleicht machen. Ich weiß es noch nicht so genau. Und da soll das vielleicht auch noch mit rein. Genau. Für den Bauerntopf habe ich auch mitgenommen Kidneybohnen. Bei uns kommen in den Bauerntopf immer rein Hack, Kidneybohnen, manchmal auch grüne Bohnen, Zwiebeln, die Paprika-Stückchen hier. Dann Kartoffeln. Kartoffeln in so kleinen Stückchen, mache ich da auch mal mit rein. Und dann halt einfach nur noch Gewürze. Ja. Ich habe für den Bauerntopf auch mal eine Fixtüte gehabt, aber ich muss sagen, also es war okay, aber es hat mir nicht so gut geschmeckt wie ohne Fixtüte. Es gibt Sachen, und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wo ich gerne Fixtüten ausprobiere und auch gerne welche benutze. Und diese Soßen benutze ich ja auch, das gebe ich ja zu, das benutze ich ja. Und ich liebe auch Brühe. Brühe ist für mich mein Heilmittel für alles. Aber es gibt halt auch einfach Sachen, die einfach selber gemacht, sage ich mal. Also eine Sahnesoße oder so. Das ist ja nichts dabei. Also die kann man ja einfach selber machen. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht eine Fixtüte eigentlich. Wobei, ich möchte nicht zu viel sagen. Ich glaube, ihr werdet es gleich sehen. So, mein Akku war alle. Ich musste den mal kurz wechseln. Ich glaube, wir waren gerade bei dem Thema Fixtüten und Sahne und so weiter stehen geblieben. Ich glaube, ich muss das hier mal ein bisschen... So. Aber es geht jetzt erstmal zum Thema Wurst und Fleisch und so über, bevor ich zu dem Thema Fixtüte nochmal komme. Also ich habe Fondulano mitgenommen. Einmal die Delikatesse Leberwurst fein und einmal Mettwurst fein. Mag ich sehr gerne und ich stand davor und habe gedacht, das ist übrigens mein Kühlschrank. Geil. Meine Grillzange immer, die da so Geräusche macht. Und habe gedacht, ich habe da richtig Bock drauf demnächst. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Die sind ja auch, glaube ich, ewig haltbar bis Ende nächsten Monats. Bis dahin kriegen wir sie weg. Dann habe ich einmal Gardellen mitgenommen. Habe ich seit 100 Jahren, glaube ich, nicht mehr gekauft. Ich weiß aber, dass ich persönlich sie gern mag. Einfach so eine Frikadelle, egal ob warm oder kalt, mit ein bisschen Ketchup, ist für mich so ein optimaler Snack. Und ich habe sie mitgenommen, entweder für genau das oder man kann mit Sicherheit auch eine leckere, also man kann die bestimmt ein bisschen anbraten und dann eine leckere Soße drumrum machen. Und ja, da muss man nicht extra Frikadellen machen. Habe ich so gedacht, sowas als ganz einfaches, schnelles Essen. Mal gucken, was Mirko davon hält. Wenn er sagt, Schatz, das möchte ich gar nicht, weil ich glaube, er ist nicht so ein Fan von diesen Frikadellen, dann ist das so. Dann genieße ich die so als Mittagssnack und dann ist das okay für mich. Dann habe ich noch zweimal Fleisch mitgenommen. War, glaube ich, verhältnismäßig günstig, 4,49 Euro, glaube ich, frisches Hähnchenbrustfilet, zwei Packungen mitgenommen. Das werde ich einfrieren, beides, glaube ich, erstmal. Und das wird es für, ich weiß, dass es damit verschiedene Gerichte auf jeden Fall geben wird. Und ich glaube auch nicht nur zwei, weil das sind immer so dicke Fleischklöpse. Und ich möchte das eigentlich gerne zerschnibbeln und dann, ja,
mehrere Tage davon was machen. Mal gucken. Wir haben ja beim Hackfleisch festgestellt, dass man aus einem Kilo Hack nicht nur wie sonst, also früher gab es jetzt 500 Gramm Hack in einer Packung, ganz früher. Und jetzt sind es glaube ich nur noch 400, 350 teilweise. Und man hat mit einer Packung Hack halt ein Gericht gemacht irgendwie. Und was bedeutet, wenn man ein Kilo Hack hat, könnte man zwei Gerichte davon machen. Ich mache es aber so, dass ich, wenn ich ein Kilo Hack kaufe, mir das auf mehrere Beutel aufteile, meistens drei oder vielleicht sogar vier, und dann einfriere. Und diese Menge Hack reicht dann auch. Also es war völlig überflüssig, vorher so viel immer zu nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das habe ich jetzt für mich so entdeckt und ich denke, dass es mit diesen großen Fleischstücken auch so sein wird. Ich persönlich brauche immer, also ich finde es nett, wenn da Fleisch mit dabei ist, aber ich brauche nicht diese Menge. So. Ich habe Pfeffer mitgenommen. Und zwar schwarzen Pfeffer, Nachfüllpack. Ich hätte gerne so ein Glasding gehabt, aber gab es nicht. Und jetzt werde ich einfach meinen, ich habe den, glaube ich, nicht weggeschmissen. Ich habe jetzt das Glas, glaube ich, noch. Werde ich den einfach auffüllen. genau. Das habe ich da gekauft. Dann habe ich noch Öl gekauft. Rapsöl. Das hat, glaube ich, verhältnismäßig viel gekostet. Ich dachte, die Ölpreise wären schon wieder niedriger. Ich hatte neulich irgendwo, glaube ich, was gesehen, dass es günstiger war. Ist auch völlig Banane, weil ich brauchte Öl. Und ja, ich habe nämlich jetzt ein Kuchenrezept entdeckt für so einen Marmorkuchen, was super lecker ist und was super einfach ist. Und das ist mit Öl und deswegen ist es nice, Öl da zu haben. Weil ich glaube, dass ich demnächst noch meinen Geburtstag oder auch so eine Familienfeier oder irgendwas, so ein Familientreffen ansteht, dann mache ich den nochmal, weil die Kinder und gerade auch Noelle den richtig lecker fand. Und wenn Noelle schon mal irgendwas lecker findet, dann mache ich das dann auch gerne. Dann gab es Cola. Vier Flaschen allerdings nur. Also da waren halt nur noch vier drin und deswegen habe ich die mal mitgenommen für den Mann. Meine Mama hat für mich ja netterweise Getränke geholt. Dann haben wir von Sunday die Tierkekse mit 30% weniger Zucker. Die gab es, ich glaube, in normal gab es die nicht. Die gab es in 30% weniger Zucker und in Dinkel und Vollkorn oder so, glaube ich. Wobei, vielleicht sind die auch so Dinkelweizenmehl. Keine Ahnung. Sahen auf jeden Fall nett aus und der Kleine mag sowas ja gerne. Und Butterkekse mag ja sowieso eigentlich jeder, oder? Wer von euch mag keine Butterkekse? Schreibt es mal in die Kommentare. Eigentlich, ich glaube, sowas ist neutral, oder? Dann, oh, hier riecht es total nach den Frikadellen. Warum denn? Die Packung offen wäre. Oh, voll der Frikadellengeruch. Keine Ahnung, was da los ist. Milch habe ich mitgenommen. Zwei Packungen. Ich habe mich gerade gewundert, weil ich habe die Kekse auf die Frikadellen gestellt und hier kam plötzlich dieser dolle Geruch rüber. Aber hier, glaube ich, hier ist glaube ich ein Problem. Oh, die ist offen, die Packung. Okay, also das war die Milch. Zweimal. Meine Frikadellen sind scheinbar offen. Da muss ich scheinbar eine kurzfristige Lösung finden, aber ist auch kein Problem. Die kann man mit Sicherheit auch einfrieren, denke ich, zur Not. Dann habe ich nochmal wieder Nudeln gekauft. Beim letzten Einkauf, die Nudeln, die ihr gesehen habt, die haben wir mit nach Schloss Dankern genommen. Und ein bisschen was haben wir, glaube ich, noch. Aber ich habe einfach wieder neue gekauft. Wieder die Spirellis und einmal die Penne. Das war es erstmal mit dem Essenseinkauf von Lidl. Jetzt komme ich mal eben zum Edeka. Da habe ich, weil ich beim Lidl einfach auch nicht dran gedacht habe, habe ich eine Mayo gekauft, die echt teuer war. Ich glaube 1,80 Euro. Ist das der normale Preis für Mayo, Leute? Ich habe gedacht, sowas kostet unter 1 Euro. 1,20 vielleicht. Also unsere Mayo ist auf jeden Fall fast alle und die Gang mag sehr gerne Mayo, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen von Knorr einmal diese Paprikasoße. Die gab es tatsächlich beim Lidl nicht. Weder in teuer noch in günstig. Und beim Edeka waren die im Angebot. Ich meine, irgendwas in 50, 60 Cent oder so. Fand ich gut. Hab überlegt, ob ich noch mehr Grillsoßen mitnehmen soll. Ich habe erstmal nur die mitgenommen, denn ich wollte die in ein Essen machen. Und ja, den Rest dann halt einfach als Grillsoße benutzen. Dann habe ich beim Edeka einmal Oregano von Ostmann mitgenommen. Gab es auch beim Lidl nicht. Normalerweise gibt es ja so günstige Oregano-Fläschchen, aber die waren nicht da. Genauso wie die Flasche, also die Glasbuttel mit Pfeffer. Irgendwie waren da mehrere Gewürze aus. Dann habe ich mir von Ming Chu Instant-Nudeln mitgenommen. Zwei Packungen. Ich habe jetzt hier die Variante Gemüse genommen.
Und zwar bin ich eigentlich kein Fan von diesen Würzmischungen, die dabei sind. Aber ich habe das neulich bei Isabeau. Ich weiß nicht, ob ihr ihr folgt, aber Isabeau ist eine meiner Lieblings-YouTuberinnen. Also wenn ihr auf Mama-Alltag und auf Vlogs und auf das Thema Hausbau und so steht, dann schaut auf jeden Fall bei Isabeau vorbei. Sie ist toll, ist ganz, ganz, ganz toll. Auf jeden Fall habe ich das bei ihr jetzt schon öfter gesehen, dass sie so Nudeln gemacht hat. Und ich wollte nicht so eine große Packung oder so eine teure Packung kaufen. Und sie schneidet da aber immer, sie schneidet, glaube ich, frisches Gemüse damit rein. Und das sieht immer so toll aus bei ihr. Und dann dachte ich, oh, sowas hätte ich auch mal richtig Lust. Deswegen dachte ich, ich hole jetzt mal zwei so günstige Packungen. Wie gesagt, es waren verhältnismäßig die günstigsten für 55 oder 59 Cent. Und dann wollte ich mir das mal machen und wollte da einfach ein bisschen frisches Gemüse mit reinmachen. Also vielleicht ein bisschen vorher kochen oder anbraten oder dünsten oder irgendwas damit machen. Und dann stelle ich mir das da lecker vor. So kann man sowas nämlich auch gut aufpimpen. So. Ich merke gerade, dass mein Husten schon wieder doller wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gemerkt habt. Ich hatte hier auch einen Cut gemacht an einer Stelle, weil ich kurz einen Hustenanfall des Todes erlitten habe und dachte, da müsst ihr nicht mit dabei sein. Knorr-Produkte waren nicht im Angebot. Das ist eine Lüge. Doch, die Suppen von Knorr waren im Angebot beim Edeka. Deswegen habe ich einmal von Suppenliebe die Marvel Avengers-Suppe mitgenommen. Wie ihr merkt, ich bin kein Fan, sonst könnte ich es richtig aussprechen. Das ist so eine Tomatensuppe mit so kleinen Figürchen und Logos und so. Finde ich ganz cool. Und einmal die Sternchensuppe. Und ich habe gedacht, ich nehme die mal mit für meinen Bubi. Wenn es mal nichts anderes gibt, wenn mal nichts anderes da ist oder keine Ahnung, schnell gehen muss, dachte ich, vielleicht möchte er auch mal so eine Suppe essen. Und er muss ja immer noch lernen, mit einem Löffel umzugehen und nicht den Löffel komplett, ne, überall hinzukippen. Und mit Suppen üben wir relativ wenig, muss ich sagen. Also, weil, naja, das Saubermachen danach halt immer nervig ist. Deswegen gebe ich ihm meistens Sachen, die also er ein bisschen leichter essen kann. Und das muss aber ja auch geübt werden. Und deswegen bekommt er dann auch mal sowas. Dann habe ich gesehen, dass Maggi-Produkte auch im Angebot waren. Da glaube ich die Suppen nicht, aber viele andere Sachen. Da habe ich jetzt noch einmal Rosmarinkartoffeln mitgenommen. Das habe ich neulich auch schon mal gemacht. Das ist super, super lecker. Also kann ich euch sagen, das schmeckt richtig gut. Was kommt da noch mit zu? Kartoffeln und 6 Teelöffel Öl. So, und dann vermischt man das. Dann kommt es in Backofen oder vielleicht auch in die Heißluftfritteuse. Hier steht Backofen, aber kann man bestimmt auch in der HLF machen. Naja, auf jeden Fall super lecker. Und weil es im Angebot war, für 40 Cent, 49 glaube ich. Ich meine 49, habe ich das jetzt mal mitgenommen. Und dann habe ich zweimal mitgenommen Kräuterrahmschnitzel. Und das war das Thema mit der Sahnesoße. Ich gehe davon aus, so eine Kräuterrahmsoße kann man auch einfach selber machen. Gar kein Problem. Aber ich war mal gespannt, wie das wohl schmecken mag. Und dachte deswegen, ich nehme das mal mit. Da kommen Schnitzel rein. Hier steht Schweineschnitzel, aber ich kann ja auch das Hähnchenfleisch einfach nehmen und in dünne Stückchen schneiden. Und ein bisschen Schlagsahne kommt damit zu. Und ich dachte, das probiere ich mal. Ja. Ich hatte ja meine Meinung dazu mal gesagt, ich bin nicht derjenige, der immer mit Fixtüten kocht. Also ich kann durchaus auch kochen ohne Fixtüten. Das ist die Regel eigentlich. Aber es gibt so viel Auswahl bei den Fixtüten. Und ich denke mir, warum muss man sich denn so einschränken? Warum muss man denn die Meinung haben, entweder mit oder ohne Fixtüte? Und mit Fixtüte ist böse und ohne ist perfekt. Ich verstehe das nicht. Also es gibt ja so viel Auswahl da draußen in der Welt. Man kann doch auch einfach mal die Sachen ausprobieren. Und Zwiebel-Sahne-Hähnchen zum Beispiel. Ich kann euch sagen, ich kriege diese Soße so vermutlich nicht hin. Aber ich kann mich mit der Rezeptur vielleicht auseinandersetzen und da wer weiß was ausprobieren. Aber die Soße von diesem Zwiebel-Sahne-Hähnchen von Maggi oder Knorr, ich glaube von Maggi, ist einfach super, super lecker. Und deswegen kaufe ich da die Fixtüte zum Beispiel auch immer wieder. So eine Buchstabensuppe, natürlich kann ich die auch selber machen. Habe ich auch schon öfter mal selber gemacht. Ne? Zaggi Floddy geht das. Aber da gibt es halt auch die Auswahl hier mit Sternchen und mit dies und mit das. Und wer hat denn 5 verschiedene Mini-Nudelsorten zu Hause? Damit er seinem Kind Sternchen und Buchstaben und Zahlen und so weiter anbieten kann. Wobei ich gestehen muss, ich hatte mal ganz viele von diesen Sorten, aber bei den heutigen Preisen hat man das auch nicht mehr. Da kauft man im Angebot eine Tüte Buchstabensuppe für 50 Cent. Punkt. Ne? So, ich habe jetzt noch ein paar Non-Food-Produkte, die zeige ich euch und dann sind wir durch. Meine Mama hat eine Packung Pampers gekauft oder
Windeln, muss ich ja sagen, in diesem Fall. Denn es sind keine Pampers, es sind die Loopy Lou von Lidl, Größe 6. Und die wollen wir jetzt mal zu Hause auch ausprobieren. Sie hatte mir kürzlich auch erst eine Packung Pampers noch mitgebracht. Und wir haben im Kindergarten aber die Loopy Lou hinterlegt, aber da hat er die ja immer nicht so lange an. Und ich würde gern noch mal testen, ob er da mit gut klarkommt oder ob er dann immer voll gepiescht ist, weil das nicht gut hält. Wir haben ja am Anfang alle möglichen Windeln ausprobiert und es hat wirklich nur mit Pampers funktioniert, dass er dicht bleibt sozusagen. Und ich will das jetzt aber gerne nochmal mit einer günstigeren Variante ausprobieren. Einfach weil meine Mama bezahlt zwar die Windeln, aber ich möchte gerne, dass sie halt auch nicht so viel dafür ausgeben muss. Also wenn man es sparen kann, warum sollte man es nicht tun? Ne? Und es ist nicht, dass der Kleine andere Windeln nicht vertragen hat oder so. Da ist kein Problem, es ist einfach nur, dass sie ausgelaufen sind. Dann habe ich mitgenommen einen Foto-Einsteckkalender, so ein Zweierpack. Allerdings habe ich gesehen, mit vorgestanzten Kalenderblättern für Fotos und Fotokarten. Fotos und Postkarten. Bin mir nicht so sicher, ob das eine geile Idee war. Da gibt es so Schlitze. Ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre so ein richtiger Kalender, wo man auch Geburtstage und so eintragen kann. Aber das ist kein Problem. Ich weiß schon 2 bis 8 Personen, die dann einfach dieses Jahr von den Kindern zu Weihnachten einen Kalender bekommen. Da werden wir einfach ein bisschen kreativ und dann gibt es ein Geschenk von den Kindern. Genau. Und das allerletzte Teil meines Einkaufs ist Rubble. So sieht er aus. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Rubble? Er ist von Paw Patrol und es ist halt so ein kleines Fahrzeug. Und bei Lidl gab es so viele Paw Patrol Sachen, auch Kuscheltiere und Puzzlebücher und ich weiß nicht was alles. Ich hätte am liebsten alles gekauft, aber ich kaufe meinem Kind nicht einfach so zwischendurch für 8 Euro ein Kuscheltier, weil ich einfach der Meinung bin, er hat genügend. Ich liebe ihn über alles. Natürlich würde ich ihm gern jeden Wunsch erfüllen, aber ich finde es schwachsinnig. Wenn wir beim Teddy sind und da gibt es für 2, 3 Euro irgendwas, dann kaufe ich es auch mal. Wobei das ganz oft, muss ich sagen, auch ist, um ihn so ein bisschen ruhig zu stellen. Und ich habe das beim Teddy gemacht, mal tatsächlich. Habe ihm so ein Fahrzeug gekauft. Er hat dann während des Einkaufs damit rumgespielt. Danach hat er es weggeschmissen, wusste davon nichts mehr. Dann habe ich es eingepackt und er hat es zu Weihnachten bekommen. Und genauso wird es hier auch sein. Er hat da ein bisschen mitgespielt, dann hat er es weggeschmissen. Und jetzt werde ich es einpacken. Und er wird es zu Nikolaus bekommen. Er hat nämlich schon so ein kleines Fahrzeug von, das ist zwar, glaube ich, ein bisschen anders, aber das ist völlig Banane, von Chase und eins von Marshall. Und deswegen dachte ich, auch wenn er jetzt auch noch Rubble hat, ist das ganz cool. Dann hat er schon mal 3 von seinen Paw Patrol Fahrzeugen. Und ja, so war er beim Einkaufen ein bisschen beschäftigt. Und dann kriegt er das zu Nikolaus. Und so eine Kleinigkeit zu Nikolaus ist auch völlig ausreichend. Hat, glaube ich, 5 Euro gekostet, was ich schon sehr teuer finde für so ein kleines Teil hier. Ja, genau, 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen und wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.